Ohne diese vier Punkte kann mit uns niemand Verhandlungen über die Bildung einer Regierung aufnehmen. Ich werde nach dem 24. September diese vier Punkte zu den Zentralanliegen machen. Gleiche Bildungschancen für Kinder in diesem Land, gleiche Löhne für Männer und Frauen, eine sichere und auskömmliche Rente und der Schutz der deutschen und der europäischen Werte in einer stabilen Europäischen Union. Frau Merkels Aussage, ob der Fall ist, dass es gefährdet von außen gehalten wird oder das Renteneintritt. Wer Merkel ablösen will, der muss Schulz wählen, der muss die SPD wählen. Das ist völlig klar. Ich strebe an, Bundeskanzler zu werden, Herr Sturm. Mag Ihnen nicht gefallen, ist aber so. Und wenn Frau Merkel in mein Kabinett eintreten will, kann sie das gerne als Vizekanzlerin tun. Und ich kämpfe auch, wenn ich mir das freundliche Lächeln von Journalistinnen und Journalisten einhandle. Es wird am Wahlabend ausgezählt, nicht vorher. Und meine Wählen, lass die anderen die Meinungsumfragen gewinnen. Ist mir egal. Ich kämpfe bis zur letzten Sekunde um jede Wähler. Und Martin Schulz hat Ihnen noch die Vizekanzlerschaft angeboten. Wäre das auch was für Sie? Keine Antwort ist an der Stelle auch eine Antwort. Wenn meine Zeit auch so gut wie vorbei ist. Ja.